Mahlzeit, liebe Leute, hier ist wieder Rummel von Rummel Grill TV. Heute habe ich ein Wrap mit Hackfleischspieß, Zwiebel und Paprika. Und wie das funktioniert, wie es gemacht wird und mit welchen Zutaten, das zeige ich euch jetzt. Let's get ready to etwas Thüringer Mett oder Hackfleisch, Thymian, Tortilla-Wraps, eine Zwiebel, Petersilie, Schmand, Paprika, Knoblauchzehe, Stegpfeffer, ist auch ein bisschen Salz mit drin, Meerrettich und Salz. Ich habe mir jetzt von meinem Fleischer Thüringer Mett geholt. Also es ist einfach Schweinemus, Schweinegehacktes. Hier ist schon drin zu 99% Schweinefleisch. Ein bisschen Kochsalz, ein paar Senfkörner und eine Prise Zucker. Man kann sich jetzt auch Ungewürztes holen, muss man dann halt ein bisschen mehr Gewürz dran machen. Nehmen wir jetzt hier raus. Und das füllen wir jetzt gleich hier in so eine Vakuumtüte, in so einen Gefrierbeutel um. Und da kommt dazu ein wenig Knoblauch. Dann machen wir jetzt gleich eine Prise Salz mit drauf. Und ab in die Tüte. Petersilie. Noch eine Prise Steakpfeffer und Thymian. Einfach von den Stielen ein paar Blätter runterziehen. So. Zack. Und für die Bindung noch eine Messerspitze Senf. Jetzt wichtig, ordentlich durchkneten. Bisschen Luft rausdrücken und jetzt gibt's ihn. Noch ein kleiner Tipp, wenn ihr das geknetet habt, wird das Hackfleisch durch die Hand, durch die Körperwärme in der Hand, wird das warm. Und wenn ich das jetzt weiterverarbeiten will, muss es kalt sein. Also packt es lieber noch mal 10 Minuten, Viertelstunde oder eine halbe Stunde in den Tiefkühler, damit es fest ist. So, jetzt muss das Zeug hier wieder raus. Und jetzt schneide ich hier unten eine Ecke ab. Zack. Jetzt muss das auf einen Spieß. Spieß hier reinfädeln. So, zack. Und jetzt ziehen wir uns das Hackfleisch direkt auf den Spieß und da geht am besten so ein flacher Spieß, dann hält das viel besser. So. Und noch ein, was so schön war. Also hier rein, komplett durch das Hackfleisch durch, oben raus gucken lassen. Also das ist ein bisschen tricky, muss man mal üben. Ich habe das auch schon mal gemacht, die kleinen Holzspießen, verlinke ich euch hier oben. Andrücken und jetzt geht's ab auf den Grill. Ich habe den jetzt circa auf 180 Grad vorgeheizt, nur auf einer Seite Hitze.
Und jetzt klemme ich den wieder hier so ein. Halt. Dass erstmal nur das Fleisch so langsam am Spieß gart. Und wenn das Fleisch dann fest ist, dann grillen wir es direkt nochmal ein. Für unseren Wrap brauche ich noch ein bisschen Füllung. Eine Paprika. Jetzt habe ich hier schöne, nein, nicht ganz. Schöne lange Streifen. Zwiebel. Das sollte reichen. Hier gleich eine Prise Salz dran. Der Schmand. Und hier Meerrettich. Und beides ordentlich verrühren. Bisschen Salz, Pfeffer dran. Also, das ist so ein Stegpfeffer, da ist mal gleich ein bisschen Salz mit dran. Ja, geht. Schön angezogen, wir drehen es einmal. Noch 5 Minuten und dann geht's auf den Rost. Fest. Was das heißt. So, jetzt geht's hier nochmal direkt auf den Grill und ein bisschen Farbe nehmen lassen. Jetzt habe ich hier unsere Tortilla Wraps. Die lasse ich jetzt hier auf dem Grill mal schön ein bisschen warm werden. Dann lassen sie sich viel besser rollen. Die sind jetzt richtig schön labbrig. Und jetzt geht's los. Von unserem Meerrettich-Schmandmischung. Die Hälfte des Wraps bestreichen. Dann. Die Zwiebel-Paprika-Mischung, die ist schön ein bisschen weich geworden. Und jetzt brauchen wir noch einen Spieß. Wow. Tada! Dass das jetzt so gut funktioniert, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber man kann ja mal Glück haben. Das Ganze jetzt zusammenrollen und richtig schön fest andrücken, das Ganze. Dann. Und nochmal zurück auf den Grill und hier die Naht verschweißen lassen. Ja, noch ein bisschen. Ich drehe das hier, dass hier und da noch eine Röststelle dran kommt, damit es auch aussieht, als ob es vom Grill kommt. So. Schönes Röllchen. Und sowas lässt sich am besten mit dem Sägemesser schneiden. Bin ich mal gespannt. Schön schräg anschneiden. Das sieht gut aus.
Hackfleischspieß mit Zwiebeln und Paprika im Wrap. Das ist so Fingerfood für Fäuste. Ist lecker. Ist jetzt nicht die kulinarische Offenbarung, aber tolles Partyfood. Was in die Hand, Brip reingebissen, einfach gemacht. Könnt ihr mal nachmachen. Tja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bleibe weiter neugierig für euch. Bis zum nächsten Mal.